Demian, ein bisschen glücklicher Sieg heute, was meinst du? Ja, es war ein sehr kampfbetonendes Spiel. Von Anfang an auf dem Platz war auch nicht so gut die Gegebenheiten, so unser Spiel, sag ich mal, aufzubauen. Von hinten raus war es auch ganz schwer, wenn wir einen Ball quer gespielt haben, immer gehoppelt, immer nochmal drüber. Und deswegen haben wir heute eigentlich mit langen Bällen agiert, mit Standards und dann haben wir uns reingeschmissen und in jeden Ball. War heute halt sehr schwer auf dem Platz auch einen Spielfluss aufzubauen. Hat heute die stärkere Mannschaft gewonnen? Ja, ich sag mal, glücklicher Sieg, wie schon erwähnt am Anfang. Ich denke, die haben auch sehr gute Chancen gehabt. Wenn da nachher noch der Latte oder wo dreimal die Latte springt, wenn der reingeht, wird es richtig nochmal eklig, dann haben sie nochmal die zweite Luft. Und deswegen sage ich mal, ist es ein glücklicher Sieg dann auch für uns, aber auch ein gerechter, weil wir haben uns wirklich in jeden Schuss reingeschmissen. Wir haben gekämpft von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben auch viele Ausfälle gehabt, aber ich denke, wir haben das schon gut gemeistert heute. Die Chancenauswertung war umso besser bei euch, oder? Ja, ich muss mal sagen, bevor es 1-0 kam, haben wir, glaube ich, nur zwei Standards gehabt, wo wir gefälligst aufs Tor bringen. Dann machen wir in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen mit Glück das Tor, sage ich mal. Also ein langer Ball wird rübergelegt. Von hinten sah es aus, als wäre der Ball hinterm Tor. Irgendwie auf einmal fällt er dann da hinten ins Netz und überglücklich halt. Überglücklich. Und dann, ja, dann bringen wir das Ding auch über die Zeit. Kämpfen wir es und bringen es über die Zeit. Kämpfer über die Zeit gebracht, würde ich jetzt mal sagen. Sechster Spieltag, fünfter Sieg, ungeschlagen. Was habt ihr noch vor? Ja, wie gesagt, als Aufsteiger ist klar, wir wollen die da oben ärgern. VfL Mannheim und TSG Mannheim können sich warm anziehen. Also wenn es so weiterläuft, die kommen jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Klar haben wir ein paar Ausfälle. Aber wir sind eine Kämpfertruppe, wir sind eine Kämpfernatur. Und ich denke, es wird ganz schwer für beide Mannschaften, gegen uns was zu holen. Manche reden vom Durchmarsch in die Oberliga. Ja, warum nicht? Wir nehmen es mit, wenn es klappt, wenn wir weiter so unsere Spiele gewinnen. Sag ich mal, wenn die verletzten Spieler wieder zurückkommen, warum nicht? Also hätte es sein, ist bereit. Damian, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank.